Wie gesagt, ich mache mir viele Gemüsesuppen mit Hackfleisch auch mal was. Jetzt gerade halt Porree, Kartoffeln. Ich habe Hackfleisch kurz angebraten mit Butter. Dann Kartoffeln, Porree, Zwiebeln und Möhren dazu. Die köcheln jetzt gleich nochmal vor sich hin. Und wenn die alle weich sind, dann gehen wir mit dem Pürierer nochmal durch. Und da haben wir schönes Süppchen. Eigentlich Bereitungszeit. Ich werde sie sorgen, weil ich gucke nicht auf die Uhr, wenn ich koche. Vielleicht nicht eine halbe Stunde, wenn man es zusammen nimmt. Ja, und als Kompott, ich esse dann meistens eine große Tasse von der Suppe. Und als Kompott hole ich mir diverse Puddings, diverse Joghurt. Oder koche auch mal Pudding selber. Zum Frühstück eine heiße Puddingsuppe. Oder ich mache mir eine heiße Fleischbrühe mit einem Brühwürfel und rühre dort ein Ei rein. Jetzt gibt es erstmal einen Joghurt, heute mal vorne weg, das Kompott. Pudding meine ich. Ich habe hier Hackfleisch. Hackfleisch in Butter leicht angebraten. Dazu eine Stange Porree in kleine Ringe geschnitten. Dazu ein paar Möhrchen und zwei große Kartoffeln. So, alles erstmal, nachdem das Hackfleisch kurz angebraten ist, hier reingetan. Ich gieße das dann noch mit Wasser auf. Und dann kommt noch ein Brühwürfel mit rein und ein bisschen Gemüsebrühe. Und das sollte dann eigentlich schon reichen. Eventuell noch ein bisschen mit Pfeffer nachwürzen. Und Salz. So, da haben wir hier diesen Wahnsinns-Pürierstab. Können wir abstellen. Da haben wir wieder leckere Stübchen. Ein, zwei Portionen davon werde ich einfrieren, damit ich nicht die ganze Woche davon essen muss. Ansonsten, guten Appetit!